Jo Leute, willkommen beim ÖVOcast von dieser Woche. Eine Woche mal ohne viele #Fragfragen. Was es damit auf sich hat und was sonst noch Neues gibt, gleich. Ja, wie schon angemerkt, die Woche über kamen ab Mittwoch, wenn ich mich recht erinnere, kam kein ÖVOcast mehr. Was? Ach, kein ÖVOcast mehr, kein #Frag mehr. Was hat es damit auf sich? Eigentlich habe ich das in einem Video erklärt. Nämlich im #Frag-Video habe ich das erklärt. Das Blöde ist, ich habe nicht aufgepasst, habe OBS zweimal aufgemacht. Und wenn man OBS zweimal aufmacht und dann logischerweise auf die Aufnahmetaste drückt, dann versucht er beides in eine Datei zu schreiben, was er aufnimmt. Das heißt, du die ersten 1-2 Sekündchen, die kann er verarbeiten. Danach fängt er an, einfach den Ton kaputt zu machen, teilweise Bildruckler zu geben, was man natürlich nicht sieht, wenn es einfach nur ein Bild ist. Das funktioniert einfach schlicht und ergreifend nicht. Also versucht es nicht. Deswegen war die #Fragfrage ein bisschen kaputt. So, das sollte eigentlich im Endeffekt ein Infovideo sein, dass ich bis zum 8.8. kein #Frag aufnehme, beziehungsweise auch aufnehme, aber auch nicht hochladen kann. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich keine Fragen mehr habe und wollte eigentlich, dass ihr... mir Fragen schickt. Jetzt, ey, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Funktioniert das? Es ist eine Mülltüte, die hier rumliegt, die ist grün. Cool. Aber das ist sowieso das Coolste. Das ist ein grüner Kuli, für alle, die es nicht checken. Man sieht, mein Kopf ist ganz schön hohl. So, ja, mit sowas habe ich Spaß. Gut, aber wie gesagt, bitte Fragen einschicken. Ich werde nochmal das Ende werde ich nochmal neu aufnehmen, damit die Info einmal draußen ist, dass ich das verlinken kann. Ich werde das immer so machen. Wenn ich keine Fragen mehr habe, setze ich eine Woche lang aus und warte darauf, dass neue Fragen reinkommen. Das ist blöd, klingt bescheuert, aber ich brauche halt diese Masse an Fragen, weil es gibt halt einen Verschnitt von ungefähr 5%, also die meisten Fragen sind vernünftig, aber es gibt halt Fragen, die wurden schon gestellt oder die beantworte ich nicht, weil sie halt in eine Richtung gehen, die ich nicht haben möchte, keine Ahnung, zu privat, über Themen, die ich halt persönlich nicht ansprechen möchte. Gibt es wenige, aber die gibt es. Also ich habe, glaube ich, aufgrund dessen 3 Fragen bis jetzt erst rausgenommen. Finde ich es in Ordnung. Das ist eine vollkommen vernünftige Anzahl. Ich würde so sagen, zwischen 5 bis 10% der Fragen gehen nicht, weil, wie gesagt, entweder schon beantwortet oder weil ich nicht drüber sprechen möchte, quatschen möchte, wie auch immer. Deswegen ist cool. Ist für mich vollkommen in Ordnung. So, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Fragen doppelt gestellt werden, wo sie noch nicht draußen sind. Dementsprechend, ja, das passiert. Aber ich nehme halt nicht, ich nehme die halt chronologisch. Das heißt, von unten nach oben gehe ich die durch. Und da kann es halt passieren, dass die Frage doppelt gestellt wurde. So, das zähle ich jetzt einfach mal nicht dazu als unpassend. Das ist schon mehr als einmal vorgekommen. Dass mir entweder der gleiche nochmal geschrieben hat. Ich sehe die Fragen. Ihr braucht die gleiche Frage, braucht ihr nur einmal stellen. Also ich gehe die wirklich chronologisch durch. Wenn ihr vorne den Hashtag richtig habt, reicht das einmal vollkommen aus. Das reicht wirklich vollkommen aus. So, dann. Es hat kein Schwein gejuckt, dass ich über den Kalender letzte Woche gequatscht habe. Das fand ich irgendwie genial. Es ist in null drauf eingegangen worden. Ich fand es komisch, ich hätte gedacht, dass da sehr, sehr viel mehr Feedback kommt. Von wegen, ey, finden wir kacke oder ey, finden wir geil, weiß ich nicht. Man erkennt mich nicht mehr. Alter, ich muss den Stift zur Seite legen, scheiße ey, ich lasse mich zu sehr ablenken.
Ja, also wie gesagt, das ist so eine Sache. Ein Glied kann ich Sätze da mal absetzen. Ich schwitze eh wie Sau. Da kann ich Sätze auch absetzen. Da sieht man meine Ohren. Meine Freundin sagt immer Segelohren. Habe ich gar nicht, finde ich. Ich finde, ich habe keine Segelohren. Die sieht man aber bei mir so selten und das sieht man zum Glück auch sehr selten. Aber ja, bei dem Wetter ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich mal das Headset absetze. Also wie gesagt, wer Infos über einen Adventskalender haben möchte, Infocast, ach, Infocast. Die Sache ist zu warm. Danke. Evocast von letzter Woche anschauen. Evocast 83 ist das. Einfach angucken. Da sind die ganzen Infos drin. So, wo wir gerade beim Kalender sind. Wir haben wieder einen Kommentar der Woche. So. Und dieses Mal kommt der leider Gottes nicht von irgendwem, den ich sonst je gesehen habe. Aber ich musste so lachen es war wirklich der Kommentar, den ich bis jetzt immer noch in Erinnerung hatte. Weil ich aufgrund dessen erst gecheckt habe, was mit den ganzen Kommentaren, hey, ich bin verwirrt was kannst du das nochmal neu aufnehmen? Und hab ich gedacht, warum? Weil ich habe mir die ersten ein, zwei Sekunden habe ich mir nur angeguckt. Ton war da, habe auf Pause gedrückt. Ich dachte, ja, gut, keine Ahnung, warum soll ich das denn nochmal aufnehmen? Ist doch nur eine normale Info. So, und das war wirklich so der Kommentar, der für mich ausschlaggebend war: hey, da ist irgendwas mit dem Ton falsch gelaufen. Nämlich Rip-Ton, heulender Smiley. Ich musste wirklich lachen, als ich mir das Video danach angeguckt habe, und zwar komplett, und dann habe ich gedacht: Scheiße. Der Ton ist einfach weg nach ein paar Sekunden. Deswegen kommt der auf die Liste für den Kommentar der Woche. Kommentar der Woche Nummer 2. Rest in Peace Ton. Wir schauen mal 2. Punkt. Und dann ist das der. Wir speichern das ab und wunderbar. Dementsprechend haben wir zwei Leute, die schon mal im Pod mit drin sind. Wie gesagt, Kommentar der Woche wird immer irgendwas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Das kann lustig sein, das kann, keine Ahnung, produktiv sein. Wie gesagt, da musste ich so lachen und es war hilfreich für mich. Deswegen war es auch der, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Darum hat er das schon ganz zu Recht verdient. Hashtag Fragen eher selten, dass die halt reinkommen, aber auch das ist möglich, wenn es eine coole Frage ist. Aber keine Ahnung. Es werden halt Sachen sein, die über den Kanal gehen. Es werden Sachen sein, die die mich persönlich betreffen oder irgendwie sowas. Also das werde ich da reinpacken. So, dann was ganz, ganz Wichtiges. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe eine Hashtag-Frage gehabt. Jetzt muss ich selber gucken. Hashtag Frag dein Evo, Folge 29, meine Geschwister. Mein Bruder hat mich angerufen. Beide meiner Brüder wissen inzwischen, dass ich YouTube mache. Falls ihr zuguckt, Hallöchen. Und der Ältere von den beiden, weil ich bin ja der Älteste und er ist der in der Mitte, wo ich gesagt habe, der arbeitet in Leipzig, der arbeitet in Dresden und wohnt da auch. Das möchte ich hiermit klarstellen. Das hat er mir nämlich gesagt, hey, ich arbeite nicht in Leipzig. Oder was, in Dresden? Habe ich Dresden gesagt und er arbeitet in Leipzig? Also genau umgekehrt. Ich meine aber, er arbeitet in Dresden. Ich habe es schon wieder vergessen. So ein Scheiß. Und er arbeitet auch nicht mehr bei einer Versicherung, das war davor, sondern ich weiß es schon. Also er macht irgendwie sowas wie Bereichsleitung da in so einer Firma, die irgendwas mit Drucken zu tun hat. Was genau? Keine Ahnung. Er ist sowas wie
der Chef von Teamleitern, keine Ahnung, Bereichsleiter ist das, glaube ich, beschreibt es, glaube ich, am besten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Für mich wäre das nichts. Das klingt so nach Bürojob. Ist für mich persönlich nicht so das, was ich gerne machen würde. Aber wie gesagt, wenn er das gerne macht, soll er machen. Ist auch cool, dass er wieder was gefunden hat, beziehungsweise, dass er was gefunden hat, was ihm gefällt. Habe ich immer gesagt, der springt in seinen Job so rum. Aber der findet auch irgendwas, was ihm gefällt. Das hat er schon immer gemacht. Also, das habe ich hiermit richtig gestellt. Wenn er mich jemals wieder darauf anquatschen sollte, sage ich ihm, guck dir das Video an, dann siehst du es ja. So, gut. Irgendwas wollte ich jetzt noch. Stimmt, der Livestream. Livestream diese Woche. Also die Woche, letzte Woche. Der letzte Livestream. Für diejenigen, die den Evocast gucken, das ist vollkommen uninteressant. Für alle anderen sage ich es jetzt. Die gucken aber auch keinen Evocast. Also eigentlich ist es Schwachsinn, dass ich es jetzt sage. Aber dann kann ich immer wieder sagen, hey, das habe ich da mal irgendwann gesagt. Wenn ihr in den Stream reinkommt, dann geht nicht hin, sagt, ey, spiel mal das. Weil erstens, ich tausche im Stream selber, tausche ich nicht aufgrund dessen, dass ein Einzelner sagt, hey, spiel mal das. Und wenn, dann solltet ihr bitte auch Ahnung haben, was ich denn spiele überhaupt. So, Grund war, dass mir jemand in den Stream reingekommen ist. Da habe ich ungefähr 2,5 Stunden schon Survivalist gezockt. Und der kam halt rein, Hallöchen. Dann grüße ich natürlich auch zurück. Wenn ich sehe, dann grüße ich auch zurück. Kannst du mal Fortnite spielen? Da habe ich gedacht, boah, schon wieder so ein Schwachsinn. Das habe ich erst ignoriert. Dann kam die Frage, wie stehst du denn zu Fortnite? Oder wie findest du Fortnite? Oder irgendwie so halt. Habe ich auch gesagt, Fortnite ist nicht mein Spiel. Spiele ich nicht gerne. Das habe ich auch vorher schon irgendwann mal gesagt. Das habe ich in einem Gameplay, glaube ich, mal gesagt. Warum fokusst du so scheiße, du blöde Kamera? Das Problem ist halt, dass ich kein Battle Royale-Spieler bin. Wirklich nicht. Ich hasse dieses Genre. Das Ganze mit PUBG und Fortnite und wie sie da alle heißen. Nichts für mich. Da braucht ihr gar nicht nachfragen. Das spiele ich nicht. Erstens, weil es meiner Meinung nach nur ein zusammengemanschter MOBA-Schrott ist. Weil im Endeffekt ist es nichts anderes als MOBAs mit noch mehr Leuten. Und halt ein bisschen Looting und allem Schwachsinn. Ganz ehrlich, da kann ich auch Minecraft im PvP spielen. Kann ich auch machen. Ist genau das Gleiche. So. Oh, bei Minecraft ist lustig. Aber das ist nicht meins. So. Das heißt aber, dass wenn da jemand kommt und dann sagt, ey, mach mal, dann sag ich ihm, nein, mache ich jetzt nicht. Warum? Und wenn sie dann werden die meisten Leute halt pumpig von wegen, ey, du kriegst dann aber mehr Abos und all so ein Schwachsinn und mehr Zuschauer und mach mal. Und ich hatte auch schon Leute, die dann gesagt haben, wo ich dann nur gesagt habe, nein, es ist nicht mein Spiel, möchte ich nicht, das war vor 2 Livestreams oder so. Die haben dann gesagt, schlechtester Streamer überhaupt, interessiert sich null für das, was geschrieben wird. Nein, tue ich nicht. Wenn ihr in einen Stream reinkommt und dann der zweite Kommentar nach einem obligatorischen Hi ist, spiel mal das und das, wo ich null mit zu tun habe. Keine Ahnung, das wäre das Gleiche, als wenn jetzt jemand reinkäme und sagen würde, ey, spiel mal Need for Speed 2. Erstens, ich habe das Spiel nicht mal. Nirgends, überhaupt nicht. Und zweitens, ich spiele keine Rennspiele. So, ich spiele jetzt wollte ich MOBAs sagen, aber MOBAs spiele ich ja. Keine Battle Royale Spiele, das ist nicht meins. Ich spiele keine Racing Games.
außer halt so Fun Racer, sowas wie Mario Kart oder sowas, das spiele ich. Aber sowas spiele ich einfach nicht. Das spiele ich mal zum Antesten, ja, kann ich das durchaus machen. Aber erstens streame ich das nicht. Und zweitens, nicht einfach reinkommen und dann fordern. Das kann ich auf den Tod nicht ab. Aber wirklich, da kriege ich Brechreiz von. Derjenige ist auch gesperrt, deswegen bringt es dem überhaupt nichts. Der ist gesperrt auf dem Kanal. Feierabend. Also das interessiert mich nicht, wenn sie dann nämlich anfangen, pissig zu werden und dann da am Rummotzen sind. Brauche ich nicht. So, ganz davon abgesehen davon, ich hatte. Ist er als Spam markiert? Wahrscheinlich, ne? Oh! Oh! Meine liebe Zone-Tante, du stehst als Spam drin. Mehrere Kommentare genehmigen. Sprechen Sie Englisch? Ich hasse diese Leute, die ständig unter alle möglichen Idioten spammen. Hey, ich bin Pain Wappe. Echtes Video. Entschuldigung. Ich muss gerade so lachen. Ich gucke gerade durch die Spams durch, weil ein Idiot hat mir geschrieben, unter einem Guide, das war der Dungeon Defenders Guide, der erste, hat mir drunter geschrieben, ja, penn doch gleich ein beim Sprechen, du Idiot. Und dann auf seinen eigenen Kommentar, das hat er wenigstens richtig gemacht, hat er nochmal einen Kommentar geschrieben, so ein Spast. Und dann habe ich ihm einen Kommentar geschrieben, gut, dass ich auf solche Leute nicht angewiesen bin und habe den gebannt. So, das wollte ich jetzt einmal raussuchen. Aber das muss ich jetzt vorlesen. Hey, ich bin Pain Wappe. Könnt ihr gerne nachgucken. Ich gucke es jetzt auch mal eben nach. Der hat ein einziges Video und hat es genannt Raute 1 CS Doppelpunkt GO CSGO. Counter-Strike Global Offensive, nur mal so am Rande. Giveaway. Toll. Er hat schon 30 Abos, nur mal so am Rande. Und wahrscheinlich einfach, ey, ihr müsst mich abonniert haben, Kommentar schreiben, liken und all so ein Schwachsinn. Dann könnt ihr einen CSGO-Skin gewinnen oder irgendwie so ein Schwachsinn. So, also ich lese mal vor. Hey, ich bin Pain Wappe. Echt gutes Video und gute Arbeit. Ich habe dich abonniert und geliked. Das muss ich mal nachprüfen. Also den Like kann ich nachprüfen. Details. Nee, Analysedaten bräuchte ich. So. Das glaube ich nicht. Okay, Moment. Okay. Dann muss ich einmal zurück. Wie geht man eigentlich? Ah, sehr schön. Wo haben wir ihn? Da. Der hat nicht geliked. Ist richtig. Hat er wirklich. Okay. So. Ungeliked. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du bei mir vorbeischauen würdest, daher bei mir gerade ein Giveaway läuft. Genau. Jeder ist willkommen. Jeder hat die gleichen Chancen. Mein Kanal ist im Aufbau, also freue ich mich auch wirklich sehr über Unterstützung. Danke. Schön ist, darunter steht der ganze Schwachsinn nochmal auf Englisch. So. Teilweise glaube ich das sogar.
bei Leuten, die das machen. Die gucken sich bestimmt, also ich habe das selbst am Anfang mehr als einmal gemacht, dass ich mich umgeguckt habe, dass ich mir auch wirklich Videos angeguckt habe und dass ich dann wirklich konstruktive Kritik da geschrieben habe, Kommentare drunter gesetzt habe und so weiter und so fort, weil das waren meistens Anfragen für, hey, arbeiten wir zusammen, wir können das und das Spiel mal zusammen zocken. Ich suche zum Beispiel immer noch Leute für Stardew Valley, da ist der Multiplayer rausgekommen, aber spielt kein Schwein mehr. Beziehungsweise kein, ich finde keinen, der mit mir Multiplayer zockt. Okay, so. Bei dem jetzt allerdings habe ich so das Problem. Erstens, wenn das nicht einfach nur eine Copy-Paste-Geschichte wäre, dann hätte er das nur auf Deutsch geschrieben. Das ist mal so der Anfang. Die zweite Sache ist, er hat das unter Hashtag FragKleinEvo30 das Ende gesetzt. Das war kein gutes Video. Da habe ich eine Begrüßung drauf und dann habe ich da, keine Ahnung, 3 Minuten oder so, habe ich keinen Ton. Das ist kein gutes Video. Wer das als gutes Video bezeichnet, der ist ein Vollidiot. Feierabend. Ganz einfach. Ich meine, das Ding hat 4 Likes. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich sollte einfach nur noch anmoderieren und dann gar nichts mehr sagen, das restliche Video über. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das glaube ich einfach nicht. Feierabend. Also so ein Schwachsinn da. Darunter natürlich so wieder das kleine Ding von wegen, ach ja. Du wirst ein großer YouTuber werden und guck mal bei mir vorbei. Ich mache ähnliche Projekte. Bla, bla, bla. Und das auf Englisch. So. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sind alles für mich Idioten. Also, andere Leute zuspammen. Was erwarten die denn? Was erwarten die denn? Im Endeffekt kannst du das, macht man das nur, um dann wirklich die Aufmerksamkeit zu bekommen und dann negativ Publicity zu bekommen. Das heißt, die Leute klicken drauf und disliken dann das Video. Ist scheißegal für den YouTube-Algorithmus, weil ein Dislike. Entschuldigt. Ein Dislike wird gezählt wie ein Like für den Algorithmus. Das ist scheißegal, damit wird gesocialized. Feiern. So, deswegen, also. Das ist die einzige Erklärung, die ich für sowas habe. Weil ganz ehrlich, wer geht denn, nur weil irgendjemand einem schreibt, hey, du bist ein super YouTuber, ich habe dich abonniert und alles, komm mal bei mir vorbei. Wer guckt das denn dann wirklich? Und vor allem dann so ein Scheiß, also. Ich guck mir jetzt das Video an. Das ist nur 32 Sekunden lang. Ich vermute ganz stark, dass es ein Kiddie ist. Also ich sag unter 18, definitiv. Ohne groß Ahnung zu haben von Counter-Strike, würde ich sagen, dass der Skin nichts wert ist. Wir googeln mal. Also es geht um 5-7 Scumbria. Ich weiß, dass das noch wichtig ist, in was für einer, wie das Ding erhalten ist. Markt. So. Was kostet das Ding denn? Also, Factory New, also Fabrik neu, kostet das 1 Cent. Und das ist nicht Fabrik neu im Moment, das ist Militärstandard. Vor allem, was ist denn Stat-Track?
Moment, nee, Zustand, Einsatz erprobt. Das heißt, viel testet, würde ich sagen, ne? Dann kostet das Ding 21 Cent. Das Giveaway kann ich auch machen. Ist kein Problem. Dual Barrettas Ventilators. Auch da würde ich sagen, Dual Barrettas Ventilators CSGO. Und dann gucken wir mal, für wie viel wir das bei Steam bekommen. Also ich gucke jetzt nur über Steam. Also der Preis liegt irgendwo so zwischen 10 bis 12 Cent. Ja. Ha, ich wusste es. Sehr schön. Gut, dass mich solche Leute nie enttäuschen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist abonnieren, liken, kommentieren. Ich werde alles nachchecken. Only what to do is subscribe, like, comment. I will all check. Das musst du mir zeigen. Wie du sehen möchtest, dass ich dich nicht abonniert habe. Das möchte ich mal sehen. Das kannst du nicht, weil ich meine Abos verborgen habe. Im Endeffekt ist es so scheißegal. Weil ich habe mal in einer Hashtag-Fachfrage habe ich damals beantwortet, was für Kanäle ich abonniert habe. Das sind PeteSmeet, LeFloid, Smooth McGroove, Vanguard Cardfight und zu der Zeit damals war es noch Dashy Games XP. Gucke ich heute immer noch, aber relativ wenig von gucke und der halt jeden Tag rausschmeißt, müsste ich dazu oft draufklicken. Deswegen gucke ich da immer selber drauf. Den interessiert das nicht, ob da ein Abonnent mehr oder weniger ist. So, aber das möchte ich einmal sehen, wie er das hinkriegt, zu gucken, ob ich ihn abonniert habe. So, genauso gut möchte ich mal wissen, wie er das nachprüfen möchte, wer ihn geliked hat. Das Einzige, was du ja nachprüfen kannst, ist ein Comment, weil dein Name dabei steht. Ich kann da jetzt drunter schreiben, jo, habe ich. Habe ich gemacht. So. Das könnte ich ja machen. Ist ja kein Problem. Aber er kann das nicht nachprüfen. Es ist absoluter Bullshit. Es sind wieder Leute, die einfach irgendeine Scheiße raushauen und dann am Ende sich fragen, ja, okay, jetzt habe ich ein Giveaway gemacht und jetzt habe ich auf einmal keine Zuschauer mehr. So, das sind so Leute, die müssen entweder die ganze Zeit ihre scheiß Giveaways machen und dann auch eigentlich mehr als 10 Cent, 12 Cent dafür ausgeben. Also, ich sag mal so, ja, auch ich habe schon ein Giveaway gemacht. Aber ich sag mal so, wenn, dann gebe ich da mehr Geld für aus. Es ist halt so. Es ist dann, weil ganz ehrlich, wenn man nimmt denn an einem Giveaway teil, wo 12 Cent als Gewinn draufsteht. Wenn er beide an einen gibt, dann 25, 30 Cent vielleicht. Also Entschuldigung, dafür dann jemanden abonnieren, liken und Kommentar schreiben. So ein Schwachsinn. Boah, sowas regt mich auf, ne? Ich bin jetzt schon wieder sorted. So, nee, aber ganz ehrlich, das ist für mich unbegreiflich. Ich verstehe es nicht. So. Also, wie gesagt, wenn, dann würde ich halt gucken, dass man vernünftige Anfragen schreibt. Keine Ahnung. Dass man durch Qualität zeigt, hey, ich kann das, ich bring guten Content. Ich bring entweder viel Content, was ich ja auch eine ganze Weile gemacht habe. Mit meinen teilweise 5, 6 Videos am Tag. Oder ich bringe halt guten Content oder abwechslungsreich Content, was bei mir im Moment so der Fall ist, dass ich sehr, sehr viel Unterschiedliches bringe. Dass ich
auch mehr auf die Qualität drauf achte, dass ich mehr Einstellungen ändere, dass ich mehr ausprobiere, einfach um zu gucken, was halt gut läuft, was halt gut ankommt. Und halt Konstanz. Das ist so das, was meiner Meinung nach das Wichtigste ist. Konstanz. Immer wieder möglichst gleichen Zeit. Muss ich gerade heute labern, weil wir haben 15.20 Uhr. Das Video ist leider noch nicht oben. Liegt aber daran, weil ich komplett vergessen habe, hochzuladen. Aber keine Ahnung. Also, so ein Schwachsinn. Naja, gut. Jetzt habe ich die ganze Zeit gelabert und gelabert und habe das Wichtigste vergessen, muss ich leider gestehen. Donnerstag wird live gestreamt. Es ist bis jetzt noch nichts eingegangen, was gestreamt werden soll. Wieder mal nicht. Das heißt, ich suche mir wieder wahrscheinlich irgendwas aus. Keine Ahnung. Das kann... ich glaube nicht, dass es Warframe wird diesmal. Also ich habe so ein paar Sachen wieder, was ich streamen würde, was cool wäre. Aber ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich streamen werde. Das können wir auch streamen. Das wäre auch lustig, glaube ich. Ach nee, Moment, ich hatte ja was vor. Bam, 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 bam. Wo haben wir es? Da. Schmiert mir ernsthaft der Internet Explorer ab? Ja, mir ist gerade der Internet. Ich hoffe, das macht OBS nichts aus. So, da haben wir es doch, sag ich doch. Das können wir streamen. Also wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet, was ihr cool finden würdet. Was muss ich, Moment, welches war das? Es sieht aus wie Death Garden. Ich weiß aber, dass das was anderes ist. Ach, das ist das, ja, genau. Genau, das war aber ein MMO, ne? Ja, das ist ein MMO. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, auf gar keinen Fall zu viele MMOs anfangen. Weil man spielt nicht mehr als 2 oder 3 MMOs. Nie. Dementsprechend, ja, mal gucken. Mal gucken, was wir spielen. Ich weiß es selber noch nicht. Aber das, da hätte ich Bock drauf. Das können wir echt machen. Wir könnten auch das machen. Wir könnten auch Raft zocken. Starbound hätten wir noch in der Auswahl. Windforge spiele ich im Moment super viel, aber privat halt, also so, dass ich da nichts aufnehme. Wir könnten Heat Signature zocken, wobei ich aber sage, da habe ich meistens nach so einer Stunde oder so keinen Bock mehr drauf. Faeria habe ich jetzt vorhin ein Video aufgenommen. Mit den neuen Sachen. Mal gucken, vielleicht. Wahrscheinlich aber eher nicht. Wir könnten Rainbow Six zocken. Ich bin zwar kein guter Rainbow Six Spieler, aber ich spiel's. Das könnten wir zocken. Das Spiel ist mega cool. Ich hab's jetzt zwar länger nicht gespielt, aber es ist mega geil. Ach, wir finden was. Bin ich mir sicher. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr Vorschläge habt für einen Evocast, in die Kommentare. Wenn ihr lustige Kommentare habt, in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, Hashtag frag kleinen Evo, in die Kommentare. Ganz viele Kommentare schreiben.
Wenn ihr findet, dass ich zu viel von euch verlange, dass ihr Kommentare schreibt, schreibt einen Kommentar dazu. Und ansonsten wünsche ich euch eine entspannte Woche. Am Mittwoch sollte wieder Hashtag Frag kommen, weil jetzt habe ich wieder ein paar Fragen. Wie gesagt, ganz, ganz viele schreiben, damit das nicht nochmal passiert. Und wir sehen uns. Wo habe ich denn da drauf genäht? Habe ich so genäht? Nee. Wie habe ich das denn gemacht? Habe ich so genäht?